Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Heute habe ich wieder wie jeden Mittwoch eine Buchrezension mit Gewinnspiel für euch. Ich habe euch ja letzte Woche das Buch Repetitorium Höhere Mathematik vorgestellt. Heute habe ich so ein ähnliches Buch, allerdings so ein bisschen im anderen Thema, auch vom Nomi Verlag. Das ist das Repetitorium zum Thema Elementare Mathematik 1 von Merziger, Holz und Wille. Warum stelle ich euch heute genau dieses Buch vor, beziehungsweise für wen ist das Buch eigentlich geeignet? Kennt ihr das auch, diese Momente, wenn man eigentlich den Stoff verstanden hat oder glaubt verstanden zu haben, dann seine Beweise machen sollte in der Übungsaufgabe und plötzlich einfach nicht mehr weiterkommt? Und gerade in Analysis ist das eben so, ich sehe das in den Fragen, die ich immer geschickt bekomme, dass es ganz oft gar nicht daran liegt, dass das Thema wie dieses Epsilon, N und so weiter nicht verstanden wurde, sondern dass jemand einfach beim Kürzen, wenn da steht NK plus K geteilt durch K, nicht drauf kommt, dass er das K dann eben rauskürzen kann. Wenn man das ja oben dann ausklammern kann und dann kann man das K kürzen. Oder solche Sachen wie Potenzregeln, wenn irgendwo steht X hoch 5 geteilt durch X hoch 3, dass man dann einfach die Hochzahlen, also die Exponenten minus rechnen kann, dass das dann X hoch 5 minus 3 als X Quadrat ergibt, das wissen irgendwie auch ganz viele gar nicht. Beziehungsweise die Potenzregeln, das war halt mal so ein Thema, das hatte man mal in der 9. oder 10. Klasse und dann hat man es halt auch wieder vergessen, weil es ja nicht mehr in den Klausuren vorkam. Und wenn es dann doch wieder vorkommt, dann hängt man an den Aufgaben und weiß halt nicht mehr so genau, wie es geht. Und wenn ihr im Mathestudium wirklich eine Chance haben wollt, das, die Sachen zu verstehen und die Beweise hinzubekommen, dann müssen diese Grundlagen natürlich sitzen, weil die werden an der Uni einfach vorausgesetzt. Und wenn ihr eben da gerade noch Schwierigkeiten oder Lücken habt, dann ist das zum Beispiel ein Buch, das euch dabei helfen kann. Also das hier heißt jetzt Elementare Mathematik 1, es gibt nämlich noch ein Band 2 dazu, den stelle ich euch dann nächste Woche vor. Die Themen sind einfach ein bisschen aufgeteilt, damit es nicht zu viel auf einmal ist. Und da werden eben gerade so die Grundlagen aus der Schule wie binomische Formeln oder Potenzen, Logarithmen, ist auch so ein Thema, das auch ganz viele nicht so gern sehen, die eben an der Uni einfach vorausgesetzt werden, die man aber schnell mal wieder vergessen hat, wenn man sie in der Schule nur mal irgendwann vor 2 Jahren für eine Klausur gelernt hat, aufgearbeitet. Das Ganze im typischen Stil vom Binomi Verlag. Ihr habt wieder ganz viele Aufgaben hier drin mit Lösungen, die dann auch schrittweise erklärt sind. Ich blende euch da nachher wieder ein paar Bilder ein, dann könnt ihr auch einen Blick ins Buch werfen. Und was eben auch noch dabei ist, und das finde ich richtig gut, sind solche Sachen, die an der Uni einfach vorausgesetzt werden, aber in der Schule gar nicht behandelt. Also das kann sowas sein wie zum Beispiel Matrizen. Das ist so in Deutschland, in manchen Bundesländern gehören Matrizen tatsächlich zum Abiturstoff, aber zum Beispiel jetzt in Baden-Württemberg im Moment nicht. Und wenn ihr dann an die Uni geht, und das wird halt erwartet, dann seht ihr da zum ersten Mal eine Matrix und ihr habt einfach keine Ahnung, was das ist. Und solche Themen, also diese Basics, die eben leider nicht mehr, oder was heißt leider, ich will das gar nicht beurteilen, ob das abiturrelevant sein sollte oder nicht. Das Problem ist auf jeden Fall, es ist nicht mehr abiturrelevant, wird aber an der Uni vorausgesetzt und dann habt ihr eben eine Lücke. Und jeder, der mal in Mathe auch mal eine schwierigere Zeit hatte, weiß, wenn man in Mathe erstmal den Faden verloren hat und eine Lücke hat, dann ist es ganz, ganz schwierig, den Faden wieder zu finden, weil Mathematik ja immer aufeinander aufbaut. In einem anderen Fach, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Geschichte, wenn ich da irgendwie auf die Klausur über Rom nichts gelernt habe, kann ich trotzdem beim Mittelalter dann eine gute Note schreiben, wenn ich mich da wieder reinhänge. Aber in Mathe ist es eben schwierig, wenn man einmal raus ist, wieder reinzukommen. Deswegen, wenn ihr merkt, ihr habt einfach Probleme an den Grundlagen, dann übt jetzt. Jetzt ist der beste Zeitpunkt und nicht erst 3 Tage vorm Examen oder so, weil dann habt ihr nämlich den ganzen Stoff, der drauf aufbaut, auch nicht verstanden. Und dann ist es nämlich so eine Menge. Ich möchte euch mal noch ein bisschen zeigen, was hier drin ist. Wir haben wieder ganz klassisch eine Formelsammlung, wo eben die wichtigsten Sachen vorkommen, dass man die nochmal so im Überblick hat. Dann die Themen, um die es geht. Es geht um Grundbegriffe, Beweise, Zahlen, natürliche Zahlen. Also viele werden jetzt sagen, klar, ich weiß doch, was natürliche Zahlen sind. Aber diejenigen unter euch, die Mathe studieren, wissen, so trivial, wie man es denkt, von der Schule ist es gar nicht. Also da gibt es wirklich auch einiges, was man damit machen kann. Dann gerade solche Sachen wie größter gemeinsamer Teiler, kleinstes gemeinsames Vielfaches. Euklidischer Algorithmus, das ist auch so ein Thema. Zumindest bei uns war das so, wir hatten das in der Schule nie gesehen und an der Uni wurde es mal so eine halbe Minute erwähnt, dass es das gibt und dann wurde halt vorausgesetzt, dass wir das können. Ich habe es mir dann mit Hilfe vom Internet quasi selber beigebracht, aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, hätte ich dieses Buch damals schon gehabt, hätte ich hier ganz gute Aufgaben daraus rechnen können. Dann vollständig Induktion, auch so ein Thema, der Klassiker für Beweise, aber leider eben auch nicht mehr unbedingt in der Schule angesprochen. Rationale Zahlen, Potenzrechnung, reelle Zahlen, Potenzen, Logarithmen. Binomische Zahlen, Pascalsches Dreieck, das ist auch sowas, wenn der Binomialkoeffizient kommt, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir was mit dem Pascalschen Dreieck anfangen können. Das kommt zwar in der Schule manchmal noch vor, in der 8. Klasse oder so, aber wenn dann irgendwie als GFS-Referat und ganz kurz, also
Das kann auf jeden Fall auch nicht schaden, sich das nochmal anzuschauen. Dann Koordinatensysteme, Geometrie, Dreieckskonstruktionen, Berechnungen, Kreise, Ellipse, Hyperbel, Parabel. Noch so ein Thema, da habe ich ja auch mal ein Video dazu gemacht, wo ich gesehen habe, dass das ziemlich viele anschauen, weil einfach so die Grundlagen manchmal gar nicht klar sind. Was ist eigentlich nochmal eine Hyperbel und eine Parabel und woran erkenne ich das? Gleichung, quadratische Gleichung, Matrizen, Determinanten, lineare Gleichungssysteme, Ungleichung, Vektorrechnung, Skalarprodukt, Vektorprodukt. Das heißt manchmal auch Kreuzprodukt. Es kann sein, dass es bei euch in der Schule Kreuzprodukt hieß. Spaltprodukt, Geraden und Ebenen im Raum, Finanzmathematik, Dualsystem und Hexadezimalsystem. Wenn da jetzt irgendein Wort dabei war, das euch nichts sagt und ihr sagt jetzt, ihr wollt aber mit Mathe starten und in einer Woche geht ja die Uni wieder los, das heißt, da haben wir wieder neue Studenten, bei denen in Mathe vorkommen, kann ich euch empfehlen, schaut in dieses Buch rein. Es ist auch, wie eigentlich generell die Bücher vom Binomi Verlag, wirklich wahnsinnig billig, wenn ihr das vergleicht mit anderen mathematischen Fachbüchern, dafür, dass es so extrem viele Beispiele, Aufgaben und Lösungen hat. Und die Erklärungen sind eben auch ganz klassisch kurz zusammengefasst in diesen Kästen. Also jetzt nicht irgendwie Beweise oder sowas, sondern eben einfach kurz die Definitionen und wie man es rechnet, die Rezepte. Und dann kann man damit ganz schön üben und seine Entdeckung aufholen. Wenn ihr jetzt Lust auf dieses Buch bekommen habt und es gerne gewinnen möchtet, dann könnt ihr einfach wieder am Gewinnspiel teilnehmen. Das Gewinnspiel läuft wie immer bis einschließlich Samstag. Ihr müsst eure Antwort auf die folgende Frage in die YouTube-Kommentare schreiben. Und zwar lautet die Frage diese Woche: Was ist dein Tipp Nummer 1, dem du ein Erstsemester in Mathematik mit auf den Weg geben möchtest? Ich habe mich für diese Frage entschieden, weil ja eben die Uni jetzt wieder losgeht und es viele Leute gibt, die müssen ja nicht unbedingt Mathe studieren. Es kann ja auch sein, jemand studiert Psychologie oder Maschinenbau oder so und hat auch mit Mathe zu tun. Und da denke ich, ist es doch ganz gut, wenn die einfach mal ein paar Tipps haben, was diejenigen, die eben schon Erfahrung damit gesammelt haben, so berichten können. Poste also deinen YouTube-Kommentar, dann nimmst du automatisch an der Verlosung von einem neuen Exemplar, ich kann euch das gerade zeigen. Das ist auch noch original verpackt. Teil. Und nächste Woche stelle ich euch dann den passenden Band 2 dazu vor. Bis dahin, macht's gut und viel Glück beim Gewinnspiel.